irgendwelche hässlichen Teile, die sich immer wieder neu bauen. Ja, ich glaube, die müssen wir jetzt ein paar Mal wegschießen. Weil wir haben ja auch gemerkt, bei vielen, dass dann nach mal ein paar Mal wegschießen, wieder richtig wegschießen. Verschiebt sich das Visier auch nicht. Scheint sowas wie Raketen zu schießen. Wir müssen ja da schließlich auch noch rein, also müssen die Teile irgendwie gut gehen. Warum sind eigentlich die Baumeister nicht hier? Die hätten uns ja irgendwie einen Tipp geben können. Jedenfalls ist das hier das angebliche alte Nest der Königin. Da hinten steht noch ein Nest, oder? Ah ja, klar, schieß end. Benutzen wir die Rakete und machen das Nest kaputt. Dazu ist sie ja auch letztendlich da, um die Nester kaputt zu machen und Feinde platt zu machen. Beschäftigen wir die Türme. Ich weiß immer noch nicht, ob diese komischen Türme so eine Art Schrittsystem haben, dass sie sich so lange wiederherstellen, bis wir eine gewisse Stelle oder so erreicht haben. Keine Ahnung. Bauen sich aber immer noch neu auf. Jetzt dort rein zu fliegen, halte ich für nicht so schlau. Den zwei Kraftwerken kann ich ja jetzt auch übrigens die zwei Hangars gut halten. Mit der gleichzeitigen Produktion. Die Nest abschießen finde ich für eine bessere Idee. Eigentlich so moderne Waffen, verstehe ich nicht. Oder warum ist ihr Nest überhaupt so gut beschützt? Zeughandel. Der Bomber. Ja. Aha, ihr kommt nicht an uns ran. Ihr habt nicht genügend Reichweite. Wo ist das? Ach, das andere Bomberhangar liegt doch hier unter diesem Hangar. Das müsste hier drunter sein. Aber probieren wir erst einmal wieder die Rakete. Hier ist schön. Die doch einfach mal so hinter rein. Und ja. Also das ist das eigentlich von hier. Gucken, wir müssten eigentlich noch mit der Reichweite an die Nester rankommen. Hoffe ich mal. Machen wir es jetzt nämlich ein ganzes Stück einfacher. Aber ich speichere jetzt auch mal. Speichern. Und gehe gleich ein kleines Stück mehr. Sobald er rumbiegt, kann ich ja umschalten. Weil solange wir jetzt nur ein Stück vorwärts fliegen, reicht das ja vollkommen. Weil die haben sie wissen ja immer noch nicht in Reichweite. Ja, fliege langsam um die Ecke. Genau.
bauen und damit kann ich arbeiten. Natürlich nicht, wenn der Turm im Weg ist, aber... Ach nee, der ist nicht kaputt gegangen. Schade. Das ist irgendwann ein bisschen Zoom bei der Kanone. Wäre auch nicht schlecht. Aber wir werden da erstmal mit der Rakete weiterarbeiten. Und die Kanonen vorerst den Fliegern überlassen. Man kann das auch machen, dass man hier mit dem Bomber quasi hier rein. Was? Jetzt reicht der Radius nicht mehr aus. Ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, ausfahren. Dafür das hier. Ach, jetzt haben wir auch das alte Kraftwerk. Nicht so schlimm. Jetzt bauen wir erstmal das Bomberhangar und versuchen einfach, die mit fetten Bomben wegzubomben. Vielleicht können wir uns auch noch ein bisschen rumdrehen. Mit der Kanone wieder besser schießen. Da geht's nicht, die ist außer Reichweite. Das wäre jetzt gerade das Letzte. Was kommt denn da hoch? Das muss schleunigst weg. Das ist anscheinend eine Insektenkampfinsel oder was auch immer das sein soll. Oh, und da wurde sie von den Flugzeugen fertig gemacht. Anscheinend war die Insel doch nicht so gut. Tja, weg ist sie. Bomber. Ach, ich hätte ihn vielleicht auf die andere Seite bauen sollen. Der fährt ja immer diese eine Richtung. Ich hoffe, der dreht sich gleich um. Und umdrehen. Ja, danke. So, ihr Geschütze. Ich hoffe, ich werde nicht gleich hier abgeschossen. Flieger, gib mir Deckung. Boah, auf so einen kleinen Punkt zu ziehen. Ha, komm schon! Und ich bin eingebrochen. Seht ihr? Ich hab das gesehen, der eine Haufen Bomben hat ihn knapp verfehlt. Aber das ist eine neue Navigation. Versuchen wir es wieder. Gewinnen wir erstmal etwas an Höhe. Dann versuchen wir uns mal den etwas leichteren Ziel. Wir können jetzt einen Dauerfall von Bomben machen. Das ist ja kein Problem. Stimmen wir uns ein. Und muss ja treffen, ne? Ja, aber es hat keine Wirkung. Warum nicht? Bombt doch alles weg, normalerweise. Die Kanone hat sich zerfetzt, komisch. Gehen wir noch ein kleines Stück näher ran. Natürlich vorher speichern, nicht dass wir dann übelst zerlegt werden aus irgendwelchen Gründen. So.
Ach, was Jade Empire angeht, das läuft natürlich jetzt auch bald an. Das hatte ein paar Komplikationen, aber es geht schon. Ach, seht mal, die eine Kanone ist jetzt endgültig weg. Das lag jetzt aber wahrscheinlich an der Investition, die wir kaputt gemacht haben. Nehme ich jetzt mal an. Ich wünschte, er hätte wenigstens reagiert und so.